Mein Zahnpaket. Hier. Baywa. Wir suchen mein Paket von Zalando. Es ist 29 Grad. Ich habe bis 16 Uhr das Video geschnitten. Kennt ihr das? Damals, man musste Hausaufgaben machen, während deine Freunde spielen durften draußen. Genau so habe ich mich heute gefühlt, nur dass ich keine Freunde habe. Was soll ich schreiben? Schreib, wer hat mein Paket von Zalando? Meinst du, da wird sich jemand melden? Nein. Baywa. Ein Käfer. Ohne Gewalt. Was, wenn es nicht fliegen kann? Daran hast du nicht gedacht. Wie ist denn der Käfer auf meinen Kopf geflogen? Du musst zweimal nachdenken, bevor du mich herausforderst. Sag, manchmal wünsche ich mir, ich kann nach oben kacken. Einfach so, wie die auf uns kacken, ich kacke auf die. Ich rede von den Vögeln. Meinst du, ich kann die Kacke wegschnipsen oder die ist noch frisch? Ist noch frisch. Die ist doch nicht frisch, Mann. Scheiße, die ist frisch. Keiner hat heute an mich gedacht. Weißt du was? Ich gebe zu, ich habe heute nicht an dich gedacht, mitten im Geschenk. Aber ich habe dir heute gesagt, alles Gute zum Muttertag. Plus, das Jahr hat 365 Tage. Ich bin 364 Tage für dich da. Wenn du mir sauer bist wegen diesem einen Tag, hast du mich nicht verdient. Hey, wa. Hallo Amerika. Was gibt's Schöneres als einen Spaziergang am Morgen? 8.07 Uhr. Wie geht's dir? Gut. Mach mal Schwangerschaftsupdate. Ja, der Bauch wächst. Entweder muss sie mies scheißen oder der Bauch ist jetzt wirklich gewachsen. Er ist wirklich gewachsen. Hallo? Halt mal fest, ich will meine Frau beeindrucken. Wow. Ich hab verkackt, was wow. Hey, wow. So, jetzt trennen sich unsere Wege. Luisa macht Sport, was machst du genau? Ich fahre jetzt Fahrrad, 30 Minuten und dann gucke ich noch. Wo fährst du hin? Nach Chicago. Na dann, viel Spaß. Mit dem Ding kommst du nicht weit. Ich nehme euch heute einfach mit auf den Platz. Aywa. Aywa. So, das war ein Spiel. Aber wenigstens ein bisschen. Aywa. So Leute, wir sind picknicken. Wallah, sie meint's richtig ernst mit Sonnenbrille und so, ja? Bist du die Tochter von Dings? Wie heißt der? Like Mila, wie heißt der? Michael Jackson meinst du? Genau, den meine ich. Nein. Hier darf man nicht sitzen. Hier darf man sitzen, Mann. Was steht hier? Sit here. Thank you. Was denn? Voll rund, oder? Was ist das denn da, ja? Luisa, willst du ein Haustier? Meinst du, das Ding lebt? Natürlich lebt es. Wie groß war diese Motte? Das ist doch keine Motte gewesen. Das ist eine Motte. Schmetterling. Luisa, Schmetterling, du hast keine Ahnung. Luisa, was filmst du meine Brust? Film mein Gesicht. Wir sind professionelle YouTuber. Warum bist du so braun? Weil ich Araber bin. Ey, niemals. Jemand hat geantwortet. WHG, Wohnung, erste Etage. Hab ich doch gesagt, jemand wird antworten in dem Haus drin. Ich hab mein Zalando-Paket. Hallo und herzlich willkommen bei Nadas Magie-Show. Wir fangen mit einem sehr speziellen Zaubertrick an. Der Raub. Diese vier Könige sind hochkriminell. Damit ihr mir alle glaubt, ich werde ab jetzt nichts schneiden. Alles, was jetzt passiert, ist echt. Das sind vier Könige. Das sind vier Räuber. Das ist ein Einkaufszentrum. Diese vier Könige kommen aufs Einkaufszentrum rauf. Ja. Und sie überfallen dieses Einkaufszentrum. Der erste Verbrecher geht in den Keller. Der zweite geht in die mittlere Etage. Und der dritte hilft den anderen im Keller. Der oben auf dem Dach hört die Polizeisirenen und ruft jetzt alle hoch. Hey, kommt hoch, Mann! Seid ihr behindert oder was? Jetzt müsst ihr euch vorstellen hier, die rennen die Treppe hoch. Der erste ist hochgerannt. Der zweite ist hochgerannt. Der dritte ist hochgerannt. Meinst du, alle drei sind auf dem Dach? Ja. Du musst sagen, niemals. Ach so, niemals. Niemals, natürlich, hätte ich jetzt auch gesagt. Der erste ist oben, der zweite ist oben, der dritte ist oben, der vierte ist oben.
Wie haben die das geschafft? Mit Magie. Aiwa. Wir gehen jetzt einfach ein paar Bayram-Vorbereitungen machen. Also das heißt, Nala braucht ein Hemd. So, es ist Bayram. Das Erste, was ich machen muss, ich muss irgendein Paket vom Nachbar abholen. Ich habe hier noch nie einem Nachbarn im Haus Hallo gesagt und jetzt soll ich da an der Tür klingeln oder was? Wie heißt der? Kummer? Warte, dem geht's nicht gut, dem Typen. Yalla, Kummer! Was hast du da bestellt, Mann? Hast du einen Kühlschrank bestellt? Was ist da drin? Klamotten. So, jetzt kommt mein Zuckerfest-Outfit. Einen Moment. Aha, aha! Der feine Herr, der feine Herr. Aywa? Was sagst du, Luisa? Hier gibt's ein paar Kekse für Bayram, für mein Perle. Rosa oder weiß? Weiß bitte. Knackig, entspannt, knusprig, genug Tomatensauce, sehr gut. Mubarak! Dankeschön. Mila, hier hast du 100 Euro für Zuckerfest. Leute, passt einfach auf. Kinder vergessen nie. Ja, ich wünsche mir ein Fahrrad. Und ein LOL-Haus mit einer Schneemaschine. 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 Und was willst du machen mit dem Geld? Ich will mir die Schneemaschine kaufen mit dem LOL-Haus. Ey, wow. Und Mila, hast du auch ein Geschenk für mich? Ja, mein Zahn, der wackelt. Was soll ich damit anfangen? Morgen ziehe ich ihn, okay. Dann gebe ich ihn dir. Okay. Legst du ihn unter dein Kissen. Okay. Und dann kommt die Zahnfee und legt dir 100 Euro und dann sind wir quitt. Okay. Was machen wir jetzt? Wir kaufen dein Lieblingsgetränk. Luisa hat ihr Getränk. Was ist das für ein Getränk? Kannst du einmal vorstellen? Monkey. Dankeschön. Sehr gutes Getränk. Lass mal probieren. Schmeckt top. Willst du mehr? Nein, nein. Ist besser, wenn du so viel davon trinkst. Will dir das doch nicht wegtrinken. Ey, wow. Ich schick dir mal jetzt ein Bild von mir. Was für ein Bild? Warte, guck. Ach so, du machst Gesichtsmaske, ja? Ja, normal. Ist doch Beauty Time. Voila, diese Gesichtsmaske riecht einfach nach Thunfisch. Ja gut, Mila, mach dich fertig. Wir sehen uns gleich, okay? Du bist halt mieszickig, ja? Warum? Oh. It's time! It's weekend time. It's... Keiner da. Wir gehen Mila jetzt abholen, Janda. Let's go. Mila! Zeig mal den Zahn. Die Zahnfee ist ein richtig hinterhältiger. Sie hat den Zahn geklaut. Und wo ist sie damit hingegangen? Sie? Zum Weltall. It's time. It's weekend time. It's Mila time. Aywa. Ich bin wie du. Ach ja? Du bist wie ich. Doch hier gefällt's uns beiden nicht. It's Mila time. Ich wollte nur sagen, das schmeckt krass. Und die Jindawis sind dabei. It's Mila time. Und Nada ist dabei. Das ist es? Ja. Mein Traumhaus und das ist die Schneemaschine. So. Und Luisa ist dabei. It's Mila time. Und Mila ist dabei. Oh mein Gott. Wie cool. Übertrieben schön, ne? Also warte mal. Ich muss was haben. Was? Wallah, ich weiß, dass viele sowas nicht haben. Aber mein Großer nicht ist. Was die Kinder wollen, kriegen die. Liebt sie gar mehr. Warte, ich dachte, sie wollen sagen, sie will ein anderes haben. Ja, ich hatte schon Panik. Selber. Ich erkläre euch ganz kurz, was hier abgeht in dem Haus. Hier können die Mädels chillen. Wo ist Karina? Karina. Hol Karina. Hier geht Karina schlafen. Wenn ihr die Treppe hochgeht, seht ihr hier nochmal ein Spielzimmer. Hier ist das Scheißhaus. Oh, da ist Karina. Setz mal Karina bitte ins Badezimmer. Jetzt kommen wir zur Schneemaschine. Das ist der Schnee. Der kommt jetzt hier rein. Und wenn wir richtig trocken sind, leben wir noch heute. Seid ihr eingeschlafen?